Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich zeige euch auch heute wieder, so wie jeden Morgen, den neuen Fortnite-Shop. Falls ihr also neu seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da, falls ihr keine neuen Skins mehr verpassen wollt. Und dann schauen wir jetzt mal rein, was wir heute so drin haben. Vielleicht bleibt ja da der Marvel-Skin. Schauen wir mal. Und, ja, ich hab's schon vermutet. Ich denke mal, der Star-Lord-Skin wird auch noch die nächsten Tage bleiben. Ich denke mal, so ein, zwei Tage noch. Vielleicht drücken sie das wieder so ein bisschen zusammen. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass der auch nie wieder in den Shop reinkommt. Also, dass das quasi jetzt nur zu diesem Avengers-Endgame-Event ist. Sie haben es ja schon mal gemacht, dass sie solche Skins nicht mehr zurückbringen. Deswegen, falls ihr Marvel-Fans seid oder die Skins halt einfach feiert, dann würde ich mir auf jeden Fall jetzt am besten heute oder morgen noch diesen Skin hier holen. Besonders den Gleiter finde ich halt mega, mega geil mit diesem Portal. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich die noch schnell zu holen, auch den Emote zum Beispiel. Falls ihr dafür ein paar V-Bucks braucht, ich verschenke heute wieder 2000 V-Bucks an meine Abonnenten. Alles, was ihr tun müsst, wenn ihr hier die V-Bucks heute haben wollt, damit ihr hier richtig reinshoppen könnt, dann müsst ihr einfach nur kurz in den Shop gehen und hier Snoxy schnell als Creator eintragen und wenn ihr das gemacht habt, dann auf den Star-Lord-Skin gehen und mit eurem Handy ein Foto machen, wie hier unten mit diesem Kauf unterstützt Snoxy steht. Davon macht ihr mit eurem Handy einfach schnell ein Foto und schickt mir das auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Snox. Einfach als private Nachricht halt dieses Bild senden und alle Leute, die mir dann bis heute Abend dieses Bild hier schicken, wie sie Snoxy als Creator eingetragen haben beim Star-Lord-Skin. Die können dann heute wieder 2000 V-Bucks gewinnen. Den Gewinner von gestern seht ihr übrigens jetzt hier eingeblendet. Ich habe dir auch schon wegen deinem Code für die V-Bucks geschrieben, also schau da mal rein. Und wie gesagt, falls ihr heute 2000 V-Bucks gewinnen wollt, einfach nur Snoxy als Creator eintragen und mir ein Foto davon schicken, wie das hier beim Star-Lord-Skin dann hier unten steht. Ansonsten, ja, wir haben weiterhin heute noch den Star-Lord-Skin drin. Richtig geiler Skin, ich feiere ihn auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Kritik gelesen, dass ja die Augen ein bisschen weiter auseinander sein sollen, als der Skin quasi im Film aussieht, als der Charakter im Film ausschaut. Aber ansonsten das Outfit und auch diesen Walkman hier finde ich ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall ein nices Easter Egg. Dann der Tanz, auch richtig geil aus dem Film. Sehr, sehr cool. Die Hacke fand ich jetzt nicht so stark. Ich würde sagen, das ist noch das Schwächste am ganzen Set. Vor allen Dingen, weil der Sound halt nicht so besonders ist. Hättet ihr jetzt noch irgendwie einen geilen Effekt oder irgendeinen Sound gehabt, der es besonders macht, dann wäre es auf jeden Fall eine richtig geile Hacke. So würde ich sagen, ist sie in Ordnung. Was auf jeden Fall dafür richtig heftig ist, ist der Gleiter für 1200 V-Bucks. Vor allen Dingen halt wegen diesem Portal, wegen diesem Sprung hier. Schaut wirklich ziemlich heftig aus und ich denke mal, den Gleiter werde ich in nächster Zeit nur noch verwenden, deswegen ja, den kann ich auch auf jeden Fall empfehlen und ja, dann kommen wir schon zur rechten Seite. Da haben wir nämlich erstmal den Schnüffler drin, wieder aus dem Detektivset. Heute den mit dem gelben Mantel drin. Es gibt ja insgesamt drei, die Frau und zwei Männer. Ich würde mir aber eher den mit dem dunklen Mantel holen, der kommt bestimmt auch wieder die Tage rein. Dann den Voyager-Gleiter für 800 V-Bucks. Jetzt irgendwie nichts Besonderes. Ich weiß nicht, warum der 800 kostet. 500 wären da besser gewesen. Dann Messhacke. Jetzt auch nichts Besonderes. Dann wieder mal Lama Kadaver. Den hatten wir erst, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche drin. Der hat ja die gleiche Musik wie Lama Glocke, nur ein bisschen leiser, ein bisschen angepasster. Ein bisschen leise finde ich die Musik schon, also man hört es leider nicht so richtig. Das wäre auch cool, wenn sie die ein bisschen lauter machen würden. Dann noch ins Schwarze für 800 V-Bucks, cooler, preiswerter Skin und den Erderschütterer. Passt irgendwie, weil das so diese Superheldenlandung ist, ne? Also passt eigentlich, dass sie den jetzt hier wieder reinbringen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite Shop. Falls ihr hier keine neuen Skins und Videos mehr verpassen wollt, einfach ein Abo da lassen. Ich lade das wirklich jeden Morgen hoch. Und wie gesagt, falls ihr heute ein paar V-Bucks braucht und hier 2000 V-Bucks kostenlos bekommen wollt, dann müsst ihr einfach nur Snoxy als Creator schnell im Fortnite Shop eintragen und mir ein Foto dafür machen, wie hier unten mit diesem Kauf unterstützt Snoxy steht und mir dieses Foto dann einfach auf Instagram senden als private Nachricht. Mein Instagram-Name ist Snox, also wie mein Kanal. Und ja, dann schickt ihr einfach hin, wie ihr Snoxy eingetragen habt und dann, ja, bis heute Abend habt ihr Zeit, könnt ihr noch schnell das Foto einsenden. Heute wieder könnt ihr 2000 V-Bucks gewinnen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne rechts abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und rein. Tschüss!